Mein Gott, das hat jetzt aber auch gedauert. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ich musste draußen nur ein bisschen rumlaufen, um wirklich noch irgendwelche Sachen zu öffnen und bin letzten Endes dann doch angekommen in der Story hier. Jetzt kann ich hier definitiv noch ein bisschen Audiologs abfangen, die ich sowieso nicht hören möchte, zumindest momentan nicht. Und schauen, was sich hier hinten noch alles verbirgt. Da haben wir noch was Kleines zum Hacken. Sehr schön. Hi, Malcolm. Danke, dass du deine Bedenken bezüglich des Bellwether-Codes geäußert hast. Aber sei beruhigt, es gibt keine Gehirnwäsche-Features. Oh, und es gibt gute Neuigkeiten. Wir befördern dich zum Kundenbetreuer. Ach, da freut er sich doch bestimmt. Vor allem ist das schön kuschelig hier. Ob dahinter noch irgendwas ist? Ich würde unter der Matte noch drunter gucken. Und das mit der Kamera ist übrigens ziemlich doof mit dem Mod. Ich habe jetzt erstmal in dem Forum nachgefragt, ob man das irgendwie in dieser Version abstellen kann. Es geht nämlich nicht so einfach, wie es aussieht. Die Tür ist bestimmt zu hier. Aber das nervt mich schon ganz schön, diese Steuerung. Außerdem habe ich festgestellt, dass meine Texturen nicht auf hoch, sondern auf medium waren. Da bitte ich, das bitte ich zu entschuldigen von vorhin. Sprengen wir einfach die Hand irgendwie rein. Aua, 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 aua. Ich hätte mir auch sagen können, dass Aiden da vielleicht mal aus dem Weg gehen soll. Uiuiui. Da haut aber direkt alles aus dem Weg. Aber die Tür ist offen. Ja, erstmal Sachbeschädigung machen. Der Vigilante. So, dann sind wir auch schon in der Höhle gewesen. Okay, voll. Ja, das ist so ein Gerät, das habe ich schon. Und hier kann ich dann eventuell wieder raus. Ja, das ist schön und gut, aber es bringt nichts. Hätte vielleicht doch noch nicht sprengen sollen. Na gut, na gut. Guck mal, wo müssen wir jetzt. Ach, Moment halt, hier ist noch was. Entriegeln. So, jetzt ist das wahrscheinlich da oben entriegelt. Ja, sieht gut aus. Ich hätte aber das hier anmachen können dafür. Dann hätte ich es auch gesehen, ich Depp. Zack. Bin ich draußen. Aber wir sind noch nicht wirklich weiter. Also wir sind vorhin ja, wie gesagt, hier reingegangen. Ich habe meinen Weg dann über diese Satellitenschüsseln hier quasi, über diese hier, darüber gemacht. Und dadurch bin ich dann letztendlich da gelandet, wo ich gerade war. Und jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier doch hier oben jetzt rein kann. Da-da-da! Jetzt kann ich rein. Und jetzt kann ich den Scheiß auch hacken. Mit Scheiß meine ich auch tatsächlich Scheiß. Weil ist wieder mal. Oder? Nee, geht schnell. Zack. Okay, also sprechen tun sie nicht. Man muss es lesen. What, what, what? Ich höre quasi gerade ab. Boah, das ist crazy. Ba-bang! So Jed is the owner of Jedediah's Bar, Pawnee's number one watering hole. Maybe the only one. Hope I catch the man sober. Nice, endlich können wir weiter. Oh mein Gott. Ich habe extra noch gewartet und gesucht und gemacht und getan, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, um einigermaßen weiterzukommen, damit ich nicht die ganze Zeit darauf warten müsste, wie es eigentlich aussieht. So, jetzt gucken wir, dass wir hier uns direkt einen Wuhu, den geilsten Stunt der Welt hinlegen. Sehr schön. Also das Grafikmod ist mal wirklich der absolute Superbrüller. Nicht nur deswegen, weil die Grafik einfach schöner dadurch wirkt, tiefer und überhaupt alles, sondern, tiefer gesagt, sondern einfach auch deswegen, weil es weniger ruckelig ist. Zugegeben, ich spiele das Ganze nur mit einer 2 GB Grafikkarte momentan, noch, bis meine neue da ist. Bis dahin bin ich wahrscheinlich hier eh schon durch. Ich besorge die nächste Grafikkarte, dass die ein bisschen länger hält. Eine 6 GB RAM sollte ja mal ein paar Jährchen halten, auch für die nächsten super geilen Super Games. So, Schnuffis. Beruf Investmentberaterin. Ja, dafür verdient sie auch genug. Also 85.500 ist schon ziemlich geil. Direkt mal hacken. So, neues. Oh, ich habe einen Karosser dadurch freigeschaltet. Dankeschön, Madame. Das finde ich mal nice. Haben wir noch irgendwas? Ja, hier kann man noch was hacken. Warte, man holt sich vom Schlangenbiss. Nein, 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 halt die Fresse. Ist ja schlimm. Ja, ich habe die Birne geknipst oder sowas ähnliches. So, das kann man auch noch hacken hier. $180 Zugriff auf die Bank.
Ja, wir sind ja richtige Diebe, wie es aussieht hier in diesem Spiel. Müssen wir mal irgendwann zum. Ah, geil, singende Forelle. Oh, das ist das Spielzeug-Rabbit wieder. So. Ja. Cutscene. Pay the man. $100. Cash. Damage deposit. Yeah. I'm not really a cash kind of guy. This is going on your tab. What do you know about Raymond Kenny? You aren't very social, are you? Don't want no trouble, T-Bone. Never mind him. He's all kinds of cranky. No appreciation for artists. Artists my arse. We're drunk. Listen, my friend, you stand out like my grandmother's bloomers on a clothesline. Was müssen wir machen hier? You think I'm cool if you waltz in like you own the joint? Ach so. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Also. 1, 2, 1, 2, 4, 3, 4. Next. Er hat ein Smiley-Face auf dem T-Shirt. Cool. Ah, schon wieder. Oh Gott. 1, 3, nein, 3, 2, 1, 3. Gotcha. Ich glaube, ich sauf dir nur einen Tisch, Mann. Bin Hardcore-Pro-Säufer. You got a lot of nerve. Me, dead inside. Bye bye, baby. Hat noch mal einen Schluck? Naja, runter mit dem Zeug. Vier, drei, I zwei, love to go komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, drei, vier, eins. Das war krass. Was haben sie jetzt ausgedacht? Gar nichts. Did you say that name once again? Raymond Coleman. Au. Nein, das ist auch. Taser. Ganz angespannte Situation, meine Freunde. Wir sind jetzt endlich mal weitergekommen. Wir haben Raymond gefunden. Ja, da fühle ich mich direkt geschockt. Er will mich jetzt nicht wirklich quälen, oder? Nee, glaube ich nicht.
Now that the introductions are out of the way. Listen to me, pal. I'm warning you. You being here puts me on the goddamn map. I have some information. Well, ain't you special? The problem is, I can't decrypt it, so I came to the source. Shit. Then you have put me on the goddamn map. We've been careful. We? Better give me a reason. Because that isn't making us the best of friends. Someone ordered a hit on me. Cost my niece her life. But whatever's in those files will lead me to them. I'm gonna find him with or without you. With you'd be a hell of a lot easier. Let's play make a deal. You think I'm in this dust bowl because of the, ambiance? Ever since them bastards terminated me, I've been trying to find a way back in. All I need is someone to drop some spyware inside their network. If it were that easy, you would have done it a long time ago. Hey, if it was fucking hard, I would have done it a long time ago. It's impossible for me to even get at the perimeter without setting their damn alarms off. Place has my biometric profile. I got fill-ins in my head that sing to their security team direct. I can help you with that. But afterwards, you're gonna come with me to Chicago. Oh, am I now? Follow me. Ah, diese Nasenringe müssen echt ätzend sein, wenn man Nasenhaare hat. Wie rasiert man sich diese eigentlich? Oh, Kamera, wir bewegen mal wieder. Nice place. You got a real eye for art? That there is a booby trap. And if you can't recognize one, then you ain't paranoid enough, friend. I have quite a few. And well, if you found me, then it's only a matter of time before others will too. So let's get started. Listen, I'm running on a limited time here. Faster we can get this out of the way. I don't think you understand your own conundrum, my friend. Chicago is running on software designed to find people. Now, I know how the C2S thinks, because I'm her deadbeat daddy. And she's still carrying my picture in her back pocket. Now, unless you can clear my biometrics from the system, I am useless to you in Chicago. As far as my art, as you call it, if you fuck things up for me, I need to be ready for the fallout. Huh? Here, let me show you. Der Roboter ist, glaube ich, ziemlich cool. Ja, und jetzt? Soll ich durch die Gegend? Ready? Heads up! Ja, wo ist es doch? Well, hello! You feel that ground shake? Whoa! That set my spine straight. Give it a go! Okay, aktivieren Sie die T-Bones-Fallen. Alles klar, haben wir den da auf jeden Fall? Der kann ich ballern. Und den hier noch? Boah! Nice! Ist da oben? Schießt auch? Ja, das da oben ist das Beste. Geil, Mann. Found a sad drunk at the bar toasting his glory days in private. I'm not an opportunity. I'm your second chance. Well, hell. I think I like you. But it don't make us friends. First thing I'm gonna need is some of Bloom's hardware. I've been out of the loop for a while. I need to figure out how their scanners work. You want me to break into Bloom? Not yet. Somebody else already stole the hardware. Inside job. Well, that stuff's big on the black market. I've scouted these guys. Let's just say they're big fans of the Second Amendment. Take one of my rifles. You're gonna need it. It's
swing by the gas station for me, will you? I got the Pawnee militia holding what's mine. So I need you to go in and grab me my truck. Stehlen Sie T-Bone's Truck zurück. Neues Missionsziel. Wuhu, endlich wieder was zu tun. Gott, ist das ein Laden hier. Aber wenigstens habe ich ein neues, neues Pew-Pew. I'm not in the middle of podunk nowhere making pals with a disgruntled cyber-terrorist. Still, I need him on my side. Not just for the data. Use him against Damien if it comes down to that. All about to win. So, kleines Päuschen an der Stelle, würde ich sagen. Und dann fangen wir gleich mal wieder an mit großem Geballer. Jetzt habe ich eine neue Waffe und das wird dann sehr, sehr einfach werden. Nicht wirklich. Bis dann. Nicht wirklich. Bis dann.